Da vorne kommen jetzt bestimmt wieder diese Viecher. Ah, ich höre sie schon hinter mir. Und vor mir, neben mir. Ah, da kommt jemand, um uns zu holen. Komm, sterb. Kannst du dich mal ein bisschen beeilen, Arschloch? Sind es ganz schön viele. Au, au, au. Alter, wie lange der braucht. Oh, danke. Wow. Oh, Gott. Alter, ich habe keine Munition mehr, Bruder. Boah. Du bist verrückt. Was hast du dir dabei gedacht, alleine dahin zu gehen? Okay, kannst du mir später erzählen. Jetzt sind wir erstmal in der Fahrrinne und planen den Kurs zur Basis. Alter, Leute. Der Schnee an der Oberfläche beginnt zu schmilzen. Zu den vertrauten Schienenwagen haben sich nun Boote gesellt. Und Fischer. Einer davon ist gerade rechtzeitig erschienen. Schon bald werden wir in Venedig anlegen. Pavel ist sehr wahrscheinlich bereits dort. Ich brauche Munition. Normalerweise angle ich nicht in diesem Tunnel. Aber ich hatte so eine Ahnung, dass die hier ganz gut anreißen würden. Ein Bein! Ja. Vorsichtig sein. Es sind
nicht nur Fische im Wasser. Das wirst du schon bald selber sehen. Halte dich mal. Dieser Tunnel führt zum Platz der Revolution und der Roten Linie. Ich habe heute ein Boot gesehen. Ein paar schwere Jungs, keine Flüchtlinge. Aha. Bleib jetzt still. Die mögen keine Geräusche. Und dies ist ihre Welt. Sieh nur, wie sie dort ruhen. Ganz ruhig. Wir wollen euch nichts tun. Diese mutiert sind. Wir nennen sie Shrimps. Hässlich in die Nacht, aber eine gute Mahlzeit. Insbesondere mit mir. Gott, sind die widerlich, die Dinger. Die nennt man Shrimps? Die könnten uns zum Kentern bringen. Nehmt das, ihre Miststücke! Ihr dummes Miststück. Der Standardspruch. Alter. Gut gefangen. Dieser Schrimp ist eingelegt. Jetzt musst du. Ach komm, hör auf, mich voll zu rotzen. Was ist das denn? Ach, Bomben. Oh mein Gott. Wow. Alter, Scheiße. Cool. Das passiert nicht oft. Anscheinend haben wir Glück gehabt. Puh. Das unterirdische Venedig. Eine Insel in den finsteren Gewässern der unterirdischen Flüsse. Über dieses Venedig kursieren wirklich üble Gerüchte. Ich habe gehört, es sei eine einzige große Räuberhöhle. Aber etwas weiß ich mit Bestimmtheit. Pavel hat Venedig erreicht und wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Corbuts Pläne aufdecken, damit ich den Orden warnen kann. Anscheinend haben wir es geschafft. Hey, bist du eingeschlafen? Nein. Unsere Fische hier sind echt bezaubernd, stimmt's? Ja. Schienen jedoch schlechte Laune zu haben.
Als wenn vor uns schon jemand da durch ist und sie verärgert hat. Ja, rat mal wer. Macht auf! Die Fischer sind vom Meer zurück! Ja, ich sehe euch. Schon gut. Und wer ist das? Den Typen habe ich im Tunnel aufgelesen. Du meinst doch nicht, dass ich ihn dort hätte zurücklassen sollen, oder? Was? Und mir das Leben leicht machen? Hm. Natürlich nicht. Erst diese Roten, jetzt das. Und die Roten sind da. Und schließe immer wieder das Tor. Du könntest wenigstens mal ein Mädchen mitbringen. Und was würdest du damit machen, wenn ich es mitbrächte, Semenovic, hm? Du bist... Tor runterlassen. Sonst kommt womöglich tatsächlich eine Frau, nämlich die in Schwarz und mit der Sense. Keine Sorge, Semenovic überlebt euch noch alle. Wie war der Fang? Nicht einer hat angebissen, es sei denn, die Shrimps mit. Und davon gab es mehr, als mir lieb ist. Ich wurde von ihm hier gerettet. Artyom heißt er. Freut mich, dich kennenzulernen, Artyom. Hi. Danke für deine Hilfe. Also, was genau ist passiert? Sie überfielen uns, als wir die Gabelung erreichten. Hätten mir fast mein Floß zerfetzt. Ich frage mich, was die für einen Angst. Ach, das ist leicht. Die Roten sind da durch und wollten sich mit unseren verehrten Nachbarn treffen. Schien sie nicht zu interessieren, was sie aufgewühlt hatten. Ach so, deshalb. Mhm. Sieh mal, Artyom, ich nehme an, es lässt sich nicht verheimlichen. Venedig ist voller Gangster und im Abschaum der ganzen Erde. Die gehen zu anderen Stationen und zu plündern und zu morden. Aber hier ist alles friedlich. Fang du also keinen Scheiß an. Ich will hier keinen Ärger. Simon! Okay, Simon! Ich will mit dir reden. Sag mal, weißt du, wo unsere roten Gäste sind? Im Bordell natürlich. Hm. Wer ist das da bei dir? Das ist Artyom, der Herr der Shrimps. Du solltest sehen, wie er schießt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so gut ist wie er. Ein Revolverheld, was? Würdest du mir helfen, ein paar Bösewichter zu erledigen? Simon, ich wusste es. Fällt dir nichts Neues ein? Aber es sind gerade fast alle am Lager versammelt. Wenn das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann weiß ich nicht wann. Unter uns beiden, wir könnten in der Lage sein, sie zu erledigen. Ich habe es dir bereits unzählige Male gesagt. Und ich sage es noch einmal. Nein, ich brauche diese Scheiße hier nicht. Hast du mich verstanden? Ja, ich habe dich verstanden. Ja, ja. Gut, dann lasse ich euch beide jetzt mal alleine. Okay. Ich habe jetzt auch ab. Wie kann ausgerechnet er in einer Station voller Krimineller die Verantwortung haben? Na, hey, Simon, du kennst dich doch mit Motoren aus, oder? Ja, was ist denn los? Weiß nicht. Gestern war noch Ordnung. Jetzt hustet und spuckt er nur noch drauf. Ehe. Einfach mal Kiste öffnen und alles rausnehmen. Ist ja egal, wen's gehört. Weiß denn einer an? Warte einen Moment. Wir fangen uns einen Fisch und Tante Nadja wird ihn uns braten. Woher weißt du, dass du einen Fisch und keinen Krebs fängst? So wie Mama. Wie bitte? Krebs? Nicht mit einem... Krebs, die fängt man nicht mit einem Haken. Alle wissen, was gemeint ist. Ja. Die Klappe, du Arsch. Der verkauft Essen. Was haben wir hier? Kumpel, bitte, hilf mir, ja? Danke, Kumpel. Mal gucken, was dahinter ist.